Boxsport wünscht euch ein frohes neues Jahr, das hoffentlich einige Leckerbissen im Ring für uns bereithält. Hier haben wir ein paar Traumfights, die wir uns für das Boxjahr 2018 wünschen. Seit seinem Sieg über Wladimir Klitschko ist Anthony Joshua ein echter Superstar im Schwergewicht. AJ befindet sich auf der Überholspur, aber würde er auch in einer Titelvereinigung gegen WBC-Champ Deontay Wilder bestehen? Es wäre zumindest der Showdown der K.O.-Könige, denn Joshua gewann seine 20 Profikämpfe allesamt durch Knockout, während Wilder 38 seiner 39 Fights vorab beendete. Der Kampf zwischen Gennady Golovkin und Saul Alvarez war unser Highlight des letzten Jahres. Nach dem Unentschieden bleibt weiterhin die Frage, wer ist der bessere Fighter? Deswegen wünschen wir uns unbedingt einen Rückkampf, in dem diese Frage endgültig geklärt wird. Bislang lässt aber noch eine finale Entscheidung über den Fight auf sich warten. Seit dem überraschenden Sieg Ende 2015 gegen Wladimir Klitschko gab es viele Schlagzeilen über Skandalboxer Tyson Fury, der zwischenzeitlich sogar seine Boxhandschuhe an den Nagel gehangen hatte. Mittlerweile befindet sich der Brite aber wieder im Training und arbeitet fleißig an einem Comeback im April. Letztendlich ist es egal, gegen wen Fury antritt. Seine Rückkehr dürfte wieder einmal für ordentlich Zündstoff sorgen. Ein Megafight mit Anthony Joshua würde sogar vermutlich sämtliche Pay-Per-View-Rekorde in Großbritannien brechen. Auch im deutschen Profiboxen haben wir einen Wunschfight. Tyron Zeuge und Vincent Feigenbutz könnten sich im Supermittelgewicht als Boxer der nächsten Generation einen mitreißenden Kampf liefern. Auf der einen Seite der technisch gut ausgebildete Zeuge, auf der anderen der Draufgänger Feigenbutz. Eine Mischung, die für Furore im Ring sorgen könnte. Wir sagen Ja zu dem Fight. Welche Duelle wünscht ihr euch am meisten? Schreibt es uns in die Kommentare. In der aktuellen Boxsport-Ausgabe findet ihr weitere Dreamfights sowie ein exklusives Interview mit Vincent Feigenbutz. Der neue Boxsport. Jetzt am Kiosk.